Im Herzschlag des Universums finden wir die leise Melodie unserer eigenen Existenz. Wir sind nicht nur Körper und Geist, sondern Funken des Unendlichen, eingebettet in die Matrix des Lebens. Unsere Reise durch Raum und Zeit ist kein zufälliges Umherirren, sondern ein sorgfältig orchestrierter Tanz, in dem jede Begegnung, jedes Hindernis und jeder Triumph eine tiefere Bedeutung hat. Wir leben in einer Welt der Dualitäten, Licht und Dunkelheit, Freude und Schmerz, Geburt und Tod. Diese Gegensätze sind die Lehre unserer Seele, die uns lehren, das Licht in der Dunkelheit zu erkennen und die Schönheit im Schmerz zu finden. Inmitten von Herausforderungen entdecken wir unsere wahre Stärke und unseren inneren Frieden. Spirituelle Erleuchtung ist kein Ziel, sondern ein kontinuierlicher Prozess des Erwachens und des Wachsens. Es bedeutet zu erkennen, dass wir alle miteinander verbunden sind, Teil eines größeren Ganzen. Jeder Gedanke, jedes Wort, jede Handlung hat eine Auswirkung auf das Universum. Deshalb sollten wir mit Mitgefühl, Liebe und Weisheit handeln, um die Welt um uns herum zu bereichern. In der Stille unseres Herzens finden wir die Antworten auf die großen Fragen des Lebens. Es ist der Ort, an dem wir uns mit dem Göttlichen verbinden, die Essenz unseres Wesens erkennen und dem Weg unserer Seele folgen können. Wenn wir lernen, auf diese innere Stimme zu hören, finden wir Klarheit und Frieden. Unabhängig von den äußeren Umständen. Letztendlich ist die Quintessenz unserer Existenz die Liebe. Die Liebe zu uns selbst, zu anderen und zum Leben selbst. Diese Liebe ist die treibende Kraft, die uns inspiriert, erhebt und verwandelt. Denn in jedem von uns steckt ein Funke des Göttlichen. Bereit, das Universum mit Licht und Liebe zu erleuchten.